Da bin ich wieder mit der Katastrophenmission. Weiter geht's. Ja. Habe ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Frage mich, ob der auch kommt. Und der lässt. Hat keine Ahnung. Ja, lässt er. Komm, rauf, rauf, rauf. Oh, danke, danke, lieber Gott, danke. Holy shit. Oh, die Steuerung ist ja mal Wahnsinn. Echt genial. Dürfte auch ein Klepper sein, oder? Natürlich. Wo sind die nächsten Munitionsdepots? Da ist noch eins. Okay, Sekundärziel erreicht. Toll. Sind Sekundärziele Pflicht? Ich habe keinen Plan. Was mich immer noch nervt, die Musik ist weg. Mein Flugzeug brennt. Ach, toll. Echt toll gemacht, Patrick. Super Missy. Ja. Und noch besser ist es, wenn die Hilfestellung das blöde Schiff erfällt. Das grenzt genial. Der nächste Kreuzer. Wie viele Kreuzer muss ich weg tun, wegmachen? Ich weiß, wie man die Bomben aktiviert. Ich weiß es. So geht das. Primärziel erreicht. So. Ein Kreuzer. Ah, diesen Kreuzer. Erlegen Sie die italienische Flotte. Wird gemacht. Nett, dass die Italiener 3 Jahre später wahrscheinlich eh zu den Alliierten gehören. Ersten Weltkrieg schon als erster mit den Deutschen gekämpft und dann wieder zu den Alliierten gewechselt. Im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen gekämpft und wieder zu den Alliierten gewechselt. Ich sag nur zum Glück. Dann holen wir uns den verdammten Ithaka-Kreuzer. Oh, schmeißen wir ein bisschen Pizza runter, oder? Da bekommst du eine warme Pizza-Lieferung. Der viele Salame und der Peperone. Oh. Da, die Scheißsteuerung! Entschuldigung, dass ich mich so blöd anstelle. Es geht einfach nicht mehr. Ich muss auf diese verdammten Zeppelin aufpassen. So richtig. Der dürfte auch weg sein. Wo ist der nächste? Ich will den nächsten. Er ist noch da. Ey!
Das war ein direkter. Oh. Nö, nö, wir halten alle Bomben aus. Eine richtige Verarsche. Na komm, stirb einfach. Immer noch nicht. Hoch, hoch, hoch. Puh. Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. Ja, ich wurde getroffen, Teach. Danke für die Info. Ich werde ständig getroffen. Ich meine, ist ja krank, wo man das durchfliegt. Sind wir wieder nur zwei Piloten? Nee, oder? Bam! Endlich! Die anderen sind ja zu inkompetent, um überhaupt ein bisschen zu treffen. Oh, hochziehen, hochziehen, wenigstens den Kontrollpunkt endlich erreicht. Darüber bin ich mal sehr, sehr, sehr froh. Dürfte eigentlich auch ein direkter Treffer gewesen sein, aber nein, die italienische Flotte hält alles aus. Die schwersten Bomben, die schwersten Fleischklötze, die würden selbst fast den Biber aushalten. Ja, so geht das. Komm, komm, komm. Ich bin gegen eine Fahne geflogen. Du wirst wohl eine Fahne aushalten, du scheiß Flugzeug. Ja, erledigen Sie die italienische Flotte. Die hält alles aus. Und eine italienische Flagge kann ein britisches Flugzeug so mal zerstören. Wow. Das kann's doch nicht geben. Da fliegen wir noch rein, genau. Feindliches Flugzeug zerstört, danke, bitte. So viel Rauch. Wo ist denn der? Ah, witzig. Da fliegt scheiß Nebel. Wenn man zu hoch sieht, sieht man das Flugzeug nicht. Ich meine die Schiffe nicht. Echt so ein. Jetzt bist du aber weg, oder? Komm, sei weg. Nein, nur eine Wasserfontäne. Man trifft ja mal nur seitlich das Schiff und es passiert absolut null, 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 null. Das ist aber so ein direkter Treffer, das dürfte das Schiff mit. Ich triff es mittendrin, natürlich im Mittelteil, nein. Es bleibt friedlich, schön, im Hafen. Den netten Urlaubsgästen vielleicht auch noch, die gar nichts davon bemerkt haben. Einer noch, komm. Den schaffe ich noch in der Aufnahmezeit. Den muss ich noch schaffen in der Aufnahmezeit. Den schaffe ich nicht mehr. Komm hoch, du alte Schüssel. Hört sich wie der alte Opel Corsa von meinem Vater an.
selbst der hat sich besser. Gleich 4 Bomben runter. Ja. Kontrollpunkt erreicht. In diesem Kontrollpunkt verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Bitte empfehlt mich weiter. Euer Patrick. Tschüss.